Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Komm, Ämmchen. Schnell vor der Kamera flüchten. Ja, los. Lass uns mal schnell abhauen hier von der Kamera weg. Ne? Heute geht es mal ganz früh am Morgen. Warum? Weil die Sonne scheint und aber sie hat noch nicht lange genug geschienen, um das hier mal richtig heiß zu machen. Und geplant ist, dass bevor die Sonne den Zenit erreicht und die Temperaturen ins Unermessliche steigen, dass wir dann fertig sind. Wo sind wir heute? Zeige ich euch mal gleich. Guck mal hier, schön Schilzgrin. Ne? Harzer Hexenstieg. Ja. Einer von uns beiden wird heute keinen Hexenschuss kriegen. Schießen ja nicht auf die eigenen Leute, habe ich mir sagen lassen. Ne? Da ist die Kleine schon mal safe. Wenn du die Mütze verkehrt drum aufsetzt, dann will ich ein bisschen Licht. Oder? Ja. Sieht man das? Genau. Ne. Im Gegenlicht bin ich nämlich drin. Den wunderschönen Wanderweg heute. Alte Bäume. Das war nur zu einer Seite. Alte, ja. Alte Bäume und neue Bäume. Siehst du? Habe ich glaube ich schon mal vor kurzem gesagt in irgendeinem anderen Video. Das liegt alles ganz dicht beieinander. Ne? Da war der Weg zu Ende, dafür habe ich einen super Blaubeerbusch gefunden und einen leckeren Nachtisch gehabt. Genauso ist das hier ja auch. Wenn ihr das nicht gesehen habt, checkt doch meinen Kanal aus. Es gibt tolle Sachen zu sehen. Ja. So Leute, checkt das mal aus hier. Ist das denn hier, wie heißt das Zeug? Lupine? Ja, der Fingerhut. Ja, Fingerhut. Hier ist der Fingerhutparadies für Fingerhüte. Also wenn einer einen neuen braucht. Der Doof an diesen Fingerhüten ist, die sind hochgiftig, die darfst du nicht anfassen. Was ist das für ein Name, ne?
Ja Leute, ihr seht es schon, ne? Schönen Weg ist es. Aber muss schon aufpassen, wo du hintrampelst, weil ruckzuck bist du mal mit deinem Fuß eingehakt in so eine Wurzel. Aber es stand auch in der Beschreibung. Für alle, die das mal nachlaufen wollen, das ist super ruhig. Schön Single Trail. Und es sieht gar nicht so, wie es jetzt ja bei kurzen typischen Harz so. Ja, es sieht frisch aus, ne? Ist frisches Grün zu sehen. Gar nicht so trostlos. Aber wie gesagt, beim Laufen ruhig nach rechts und links gucken. Aber am besten dafür stehen bleiben. Nicht, dass er die Handkuppel in der Luft ja, so eine Fußangel erwischt und dann gleich mal eine Pirelle ins Gebüsch macht. Ja. Ansonsten, kleine Single-Trails laufen lohnt sich ja immer wieder. Ja. Leute, falls ihr glaubt, dass ich mediengeil bin, stimmt gar nicht. Das Problem ist, das Mikrofon ist auf der Vorderseite. Also wenn ich da reinquasseln will, muss ich immer mit aufs Bild, zwangsläufig oder nicht. Nein, nachvertonen geht nicht. Ja? Also, falls ihr Einwände habt. Bin ich scharf, kann man das sehen? Fast so scharf wie die Wurst, die auf meinem Brot liegt. Vitaminlager auffüllen. Wieso mal, ne? So, hier an der Denkmal, da steht auch noch einen schönen Kasten mit so Stempels da drin. Und was da noch steht, ist ein Wanderstein. Leute, wenn ihr sowas findet, mitnehmen und woanders wieder aussetzen. Das ist ein schlauer Hund, weil der ist in Schatten gelaufen. Ne? Ja, das Frauchen ist zu groß für Schatten. Kein Baum, kein Busch, kein nix. Aber weißt du was? Ist Sommer. Offiziell sogar im Kalender Sommer drin. Also beschweren wir uns. Schönsten Wetter heute.
sehen. Ja Leute, so ein Holzklotz ist nichts Besonderes, ne, hier dran. Aber was er kann, ist, er kann uns für einen Augenblick ein bisschen Schatten spenden. Und obwohl es noch relativ früh am Tag ist, ist es schon super heiß. Und man sieht es hier, es geht einfach nur ein bisschen bergauf. Auf so einer Waldautobahn, allerdings in der prallen Sonne. Ne? So, die Sonne kommt von wieder von der falschen Seite, ihr seht mich nicht. Ja, es ist nichts Spannendes mehr passiert. Ne? Hier. So Leute, bin kurz unterbrochen worden. Ne? Knietiefen nirgendwo, bist du trotzdem immer erreichbar. Das ist auch so ein Fluch der Zeit. Eigene selber schuld, hätte bloß das Telefon ausschalten sollen. Ja, ist nichts Spannendes mehr passiert. Guckt euch die Gegend an hier. So, da unten ist meine Reisebegleitung, meine Wanderbegleitung. Die Autos kann ich schon sehen. Da war mal kurz ein Trip am Vormittag, bevor es jetzt so richtig knüppeldicke kommt, ne? Von der Sonne her. Also, hab vielen Dank fürs Zugucken. Ja. Und wir sehen uns noch beim nächsten Mal. Da gibt es wieder was Interessantes. Ne? Also, macht euch hübsch. Bis dann. Ah, übrigens, ich habe da nochmal eingeschaltet. Ne? Das ist hier hinter mir. Ja, guck mal, wie das, was das ist. Seht ihr das? Das ist ein Insektenhotel. Und zwar für die ganz dicken Brummer. Ne?